Herzlich willkommen mit einem neuen Replaycast bei Take TV. Heute hier mit einer richtig geilen Partie, nehme ich zumindest stark an, Fruit Dealer gegen Marine King. Und ich habe neue Replays gesucht, habe es gestern noch in neuem Replay gesagt, wo I'm Nasty gespielt hat. Ich werde jetzt wieder viele asiatische Games casten, einfach mal einen anderen Spielstil kennenzulernen. Und hier habe ich heute sowas von viele geile Replays gefunden, die ich zwar alle noch nicht gesehen habe, die ich jetzt aber alle casten werde. Eins nach dem anderen werde ich jetzt hier durchballern. Und wir fangen an mit dieser Partie. TSL Fruit Dealer gegen Marine King hier auf Lost Temple. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit mir zusammen hier und wir werden ein paar schöne Spiele sehen. Und das natürlich hier auf meinem YouTube-Account Take TV Takesen. Und ihr seht schon die ganzen schönen Zeichen. Da erkennt man nichts. Zum Glück habe ich hier mein Insert mittlerweile. Da bin ich immer noch sehr, sehr dankbar. Und das war Damn, der mir das Ding gemacht hat. Sehr, sehr geil. Und wir schauen uns einfach mal die Partie an. In einem TVZ können wir uns auf geile Action von Fruit Dealer freuen, was mich jetzt etwas verwundert. Aber man muss dazu sagen, es waren einige Showmatches am Start und wir erwarten hier gerade Reverse Matchups. Warum, weshalb, weiß ich nicht so genau. Aber Showmatches, die ich, also war es auch gekennzeichnet, die beiden Jungs hier absolvieren und gucken, wie gut die beiden Jungs spielen werden. Und mehr als diese Zeichen erkennt man hier also auch gar nicht. Also nicht wundern, es stimmt schon. Hier Fruit Dealer hier in Rot unterwegs. Nicht, dass ihr verwundert seid. Und auf der anderen Seite haben wir Marine King als Zerg. Hier sehen wir die Hedge bei 15. Wird sie gebaut. Und auf der anderen Seite haben wir hier die Barrack am Start. Gas wird auch gebaut. Also hier ein bisher, ja, normales Opening soweit. Gas jetzt schon abgeschlossen. Gucken wir mal hier, die Echse am Start. Pool wird jetzt gebaut. Bei Cross-Position ist natürlich eine sehr, sehr angenehme Angelegenheit. Hier das Orbital Command im Bau. In dem Spiel, muss man sagen, kann man noch nichts feststellen. Also der Terras fängt jetzt gerade an zu scouten. Die Overlords bewegen sich weiter. Hier sehen wir es. Gleich wird er hier an dem Cliff sein und auch wahrscheinlich stehen bleiben. Nicht weiter raustrauen, sonst kommen die Marines und könnten ihn wahrscheinlich wegballern. Hier der Pool braucht noch ein Weilchen. Natürlich, weil er recht spät den Pool gebaut hat und sehr frühe Echse. Wir sehen jetzt hier 15 gegen 16 Arbeiter. Und auch vom APM können wir uns das mal anschauen. Also die Kore ist auch gar nicht so hoch. Übrigens, das geht alles. Und wir sehen hier die Factory im Bau. Doppelgas, sehr frühes zweites Gas. Das spricht ja fast schon für Banshees oder ähnliches. Oha. Er baut jetzt hier noch ein Depot. Da kommt die Drone. Kann die irgendwas scouten? Die hat bisher noch gar nichts gesehen. Da hat der Marine gut aufgepasst. Und jetzt bleibt abzuwarten, was der Terra hier macht. Wird er jetzt auf Banshees gehen und dann hier super stark harassen? Also ich meine, die erste Queen ist hier noch im Bau. Da kommt die zweite jetzt mit ins Spiel. Er könnte hier sicherlich gut nerven. Wir sehen jetzt hier den Arbeiter, der alles soweit gescoutet hat. Weiß genau Bescheid. Und jetzt werden wir weitere Informationen bekommen. Wir sehen hier auch schon zwei Arbeiter am Start. Das sieht wirklich nach zwei Starports aus. Eins und zwei. Und tatsächlich, das werden hier sehr sicher Banshees. Nur ein einziger Marine hier als Schutz derzeit. Also auch da, großes Risiko, wenn er da Linge schicken würde. Das würden ja schon irgendwie 8 oder 10 oder irgendwie sowas in die Richtung würde er erreichen. Und schon, na gut, jetzt baut er den Bunker. Endlich. Und wir sehen hier einen Tech-Lab mit am Start. Würde es auch hier einen Tech-Lab geben, frage ich mich gerade. Nein, er hat nur den SCV reingeholt. Somit zwei Starports im Bau. Auf der Seite haben wir die erste Queen hier, die zweite hier. Eine dritte wird auch gebaut. Aber mit zwei Banshees in einem Schlag kann er wirklich einiges reißen. Er sieht auch nicht, was sonst gebaut wird. Er sieht halt hier ein Tech Lab. Kann natürlich auch damit rechnen, dass einfach Tanks kommen. Aber er scoutet immer wieder aufs Neue und wartet, ob hier irgendwelche Upgrades kommen. Also Pre-Ignite Upgrade kann er nicht mit rechnen. Es wird nichts upgegradet. Und er macht es wieder. Also nicht, dass ihr euch wundert, warum scoutet er immer wieder. Nein, er will schauen, was passiert hier in diesem Upgrade. In diesem Tech Lab wird hier irgendwas geupgradet. Und wir sehen ein Banshee, ein Medivac. Das wiederum wundert mich ein wenig. Weil, wofür ein Medivac, wenn man nicht mal Hellions oder Marines baut? Aber lassen wir uns doch einfach überraschen. Denn irgendwas muss es ja mit, also muss es ja mit dieser Strategie auf sich haben. Was haben wir hier sonst mit am Start? Nichts Besonderes. Oh, hier sind zwei Queens. Hier ist eine Queen. Und es wird fleißig Eco gepumpt. 34 Arbeiter jetzt schon gegen, also 35 sogar, gegen 23. Hier wird ein weiteres Depot gebaut. Und da ist der erste Banshee am Start und dieser Medivac, den ich überhaupt noch gar nicht verstehe. Da ist der erste Banshee. Zwei weitere sind im Bau.
Da sind zwei Queens, hier ist eine. Und jetzt weiß er auch von Banshee. Er sieht es hier. Verschiebt er. Er hat hier jetzt schon drei Queens zusammengestellt. Da ist die vierte übrigens. Aber das kann ja nichts werden, was er da gerade macht. Und da sehen wir auch schon Concord. Also er wird jetzt hier gleich einen Overseer haben. Und da kommen jetzt vier Arbeiter mit dazu. Ist das jetzt einfach nur zum Reparieren gedacht? Ich meine, die Idee ist ja wirklich nicht schlecht. Aber bei vier Queens, jetzt kommen hier Banshee 2 und 3 raus. Na gut, vielleicht, wenn er genügend Banshees hat, kann er was gehen. Wie viele Queens sind das jetzt hier? Hier oben sind es... Also er hat insgesamt 4. Und der Spire ist noch im Bau, ist aber bald abgeschlossen. Und dann sind die Mutas da. Der direkte Konter gegen Banshees. Die können halt gar nichts gegen Mutalisken machen. Wir sehen hier noch weitere Banshees im Bau. Der dritte fliegt gerade rüber. Jetzt mit 3 Stück insgesamt kann er da auch wirklich schon stressen. Kein Cloak-Upgrade im Bau. Braucht er wahrscheinlich auch gar nicht, denn Overseer immer wieder mit dabei. Gegen die kann er eh nichts machen. Und da kommen die 4 Arbeiter. Die werden ausgeladen. 4 Queens sind mit am Start. Und jetzt wird repaired. Kann das ausreichen? Mein Gott, der erste geht down. Aber auch Transfusion wird hier genutzt. Zweite Mal nochmal. Und der Repair ist gar nicht schlecht. Sehr, sehr schöne Idee. Hier diese Strategie. Und oh, er rettet diesen Banshee hier mit dem Repair. Sehr, sehr schön gemacht. Aber jetzt muss er ranfliegen und verliert den Banshee Nummer 2. Aber wir sehen es hier. Dritte Queen fällt in diesem Moment. Da sind die ersten Mutas und somit der Banshee-Tag abgewehrt. Aber die Idee war wirklich sehr, sehr schön mit dem Repair. Hat aber nur nicht ganz funktioniert, denn die Mutalisten sind jetzt mit am Start. Und somit sieht es gerade ganz schön düster aus für Fruit Dealer, der hier gegen Marine King spielt in Reverse Races. Und CC hier gerade im Bau. Und man muss sagen, dass die Idee wirklich gut war. Die Umsetzung war auch gar nicht so schlecht, aber wenn man Spire hat, ist man eigentlich geliefert. Ich meine, er hatte halt, also einfach abzusehen, dass er irgendwann Spire hat. Und jetzt sehen wir die Mutas, die hier jetzt ordentlich nerven können. 3 Marines alleine können halt nicht viel reißen. Er versucht jetzt hier mit Micro ein bisschen was rauszuholen. Aber auch da sehe ich nicht viel, was er machen kann. Eigentlich ist er fast gar nichts. Autsch. Und ich glaube, dass wir hier ein frühes Ende sehen werden. Wir sehen jetzt hier sogar die dritte Base am Start. Und er creept sogar hier. Kann die Exe nicht mal loswerden. Versucht nochmal alles. 2 Mutas sind zwar angeschlagen, aber das macht nicht viel her. Und somit sehen wir... Also da geht ja gar nichts mehr. Auch schon ordentlich Fracks auf die Mutas. Da kommen auch einige nach. Keine Marines mehr im Bunker. Der Viking geht auch jetzt down. Und somit das GG und gleichzeitig das 1:0. Somit war das erste Spiel aus dem Game Fruit Dealer gegen Marine King. Und ich bin mir nach wie vor, also ich bin jetzt ein bisschen irritiert und frage mich gerade, ob das wirklich Reserve Races waren. Reverse. Wieso vertausche ich das immer? Oder ob ich das jetzt hier falsch abgelesen habe. Denn auf der Seite hatte ich gedacht, es wäre Fruit Dealer in Rot. Schaue ich mir jetzt aber gleich mal an. Trotzdem jetzt 1:0 auf jeden Fall für den Terraner und werde euch in Map 2 auf jeden Fall auf dem neuesten Stand bringen. Also schaltet rein, natürlich immer wieder auf Take TV Takesen und wenn ihr Bock habt, abonniert den Channel und ich hoffe, euch hat es mal wieder Spaß gemacht mit diesem Game hier Fruit Dealer gegen Marine King.